Und bei Kripo Live ist jetzt Polizeirat Peter Pogunke mit einem ganz aktuellen Fall. Guten Abend. Guten Abend. Es geht um einen Geldautomaten in Quedlinburg, der jetzt schon zum zweiten Mal gesprengt wurde. Was ist da passiert? Ja, genau vor 4 Tagen, am 11. Juni, haben wieder einmal 2 Tatverdächtige den Geldautomaten in der Starttankstelle außerhalb von Quedlinburg gelegen, in der Gernruder Chaussee, gesprengt und dabei auch Beute gemacht. Warum ist gerade dieser Automat ein so begehrtes Ziel bei Bankräubern? Weil er etwas außerhalb liegt? Die Tankstelle liegt außerhalb und ist nachts nicht besetzt. Mhm. Aber eben Anziehungspunkt für die Kriminellen ist eben dieser Geldautomat, der sich in dieser Tankstelle befindet. Es gibt auch Bilder von den Tätern, die waren sehr einheitlich gekleidet, muss man sagen. Und man kann eigentlich nur am Schuhwerk feststellen, dass es sich um 2 Täter handelt. Und wir können uns diese Bilder der Überwachungskamera auch mal anschauen. Ja, wir haben eindeutig 2 Tatverdächtige, die gehandelt haben. Wir sehen hier, wie sie das Tankstellengelände erkunden, also Tatvorbereitungen treffen. Und hier sehen wir den Täter mit den hellen Turnschuhen. Und hier den 2. Täter, der trägt dunkle Schuhe. Das ist die einzige Unterscheidung bei den beiden. Hier haben wir einen Hut im Bild, den die Täter zurückgelassen haben. Ja, wir haben 2 Anhaltspunkte. Das sind die beiden Jacken, die die Täter getragen haben. So Art Parker mit einem auffälligen Emblem auf dem linken Ärmel. Und wir haben diesen Hut mit einem blauen Ring. Den können wir vielleicht auch noch mal etwas genauer zeigen. Wir sehen hier ein Bild. Etwas besser. Und wir wissen definitiv, dass er von Taco hergestellt wird, beziehungsweise vertrieben wird. Das sieht man hier drin, dass dort steht, bei Taco Fashion hergestellt. Und das ist auch unser Ansatzpunkt. Das heißt, in dem Zusammenhang ist natürlich für Sie interessant, mögliche Mitarbeiter der Firma Taco, die sich an die potenziellen Käufer dieser Hütte erinnern. Ja. Was man auf diesem Bild sieht, ist, dass ja die Sprengung doch eine enorme Zerstörungskraft gehabt haben muss. Ja, die Täter haben hier sehr viel Gasgemisch eingeleitet. Dazu haben sie zum Tatort mitgeführt, diese beiden Flaschen, einmal das Gas und einmal Sauerstoff, auf einer roten Sackkarre und haben natürlich einen hohen Sachschaden, wir schätzen so fast 100.000 Euro angerichtet. Inzwischen haben Sie ja feststellen können, woher die Gasflaschen kommen. Ja. Aber interessant sind für Sie jetzt bei der Fahndung nach den Tätern diese Armaturen hier. Genau, diese Armaturen, wo stammen diese her? Hergestellt von der Firma GCE Röner. Und natürlich die Sackkarre, die auch neuwertig ist. Würden wir auch gerne wissen, wo sie entwendet wurde oder bezogen wurde. Wir haben hier auch noch mal ein Bild eines der Täter. Und hier kann man ansatzweise zumindest erkennen, dass sie ja diese auffälligen Jacken getragen haben, aber auch, dass sie Masken trugen. Ja, beide waren maskiert und von daher erhoffen wir uns nicht von dem Zuschauer jetzt die Identität der Person zu kennen. Sie gehen davon aus, dass diese Täter auch noch eine andere Sprengung eines Geldautomaten verübt haben. Ja, wir haben einige Parallelen, die aufgezeichnet werden. Und zwar am 28. Mai wurde ja die Postfiliale in Quedlinburg aufgesucht, in der Bahnhofstraße. Und dort wurde auch ein Geldautomat gesprengt. Und dort wurden identische Gasflaschen verwendet und auch genauso umwickelt wie in dem Fall jetzt Starttankstelle. Man sieht es auf diesem Foto, hier ist noch ein Feuerwehrmann. Und hier hinter verbergen sich die Gasflaschen. Und mit Armaturen und Schläuche noch. Und hier ist die Besonderheit, hier mussten wir erst einen Feuerwehrmann reinlassen, um die Gasflaschen auszustellen, weil an der Brennerspitze auch noch eine Flamme sichtbar war. Also höchst gefährlich im Innenstadtgebiet von Quedlinburg. Mhm. Haben die Diebe denn nun eigentlich tatsächlich Geld erbeuten können? In beiden Fällen haben sie mehrere 1.000 Euro erbeutet. Können Sie was mit dem Geld anfangen, ist die nächste Frage. Ja, und das ist eigentlich das Schöne, eher nicht. Und hier bei der Starttankstelle waren die Geldnoten auch mit einem Security-Pack versehen. Und das hat ausgelöst. Und die Geldscheine, also ein Großteil, wurden eingefärbt. Und zwar mit einer blauen Farbe. Und in der Postfiliale waren die Geldscheine dann eingefärbt mit roter Farbe. Da ist ein Teil schon von den Noten aufgetaucht. Hier sieht man, wie gesagt, die Reste der Farbe. Und ein Schuhabdruck. Der Hut, wir haben es, glaube ich, gesagt, wird im Moment kriminaltechnisch untersucht. Da erhoffen Sie sich weitere Hinweise, nämlich DNA-Spuren. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch. Und wir hoffen natürlich jetzt auf die Unterstützung der Kripo-Live-Zuschauer. Denn es gibt in diesem Fall ja wirklich einige Anhaltspunkte, die auf die Spur der Täter führen könnten. Darum die Frage, kennen Sie die Männer auf dem Überwachungsvideo? Wir fragen es trotzdem, obwohl Sie Masken hatten, aber vielleicht können Sie an der Körperhaltung etwas kennen. Wissen Sie etwas über die von den Tätern getragenen auffälligen Jacken? Und etwas spezieller dann die Frage an Mitarbeiter der Firma Taco. Erinnern Sie sich an 2 Männer, die schwarze Hüte bei Ihnen gekauft haben? Außerdem noch wichtig, an den Tatorten wurde ein silbergraues Oberklasse-Modell der Marke Mercedes-Benz gesehen.
können Sie zu dem Fahrzeug Angaben machen. Dann Ihre Hinweise bitte an die Kripo Halberstadt, Telefonnummer 03941 674 193. Vielen Dank, Peter Pogonke. Gerne.